So, herzlich willkommen zurück zu Hollow Knight in einer neuen Folge. Und wir haben in dieser Folge einiges vor. Ich habe eine Sache gefunden, mir einen Tipp geholt und eine andere Sache steht die ganze Zeit noch aus. Zunächst einmal, ich habe ungefähr anderthalb Stunden jetzt, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall Tiefnest nochmal auf Herz und Nieren untersucht. Ich habe mir, keine Ahnung, ich bin eigentlich überall nochmal gewesen. Ich habe jede Wand abgeschlagen und bin hier fündig geworden. Denn ich habe gerade eben gegen diese Wand geschlagen. Ich habe noch nicht mehr gemacht, als einmal hier gegen zu schlagen. Oder war das die da oben, wo ich gegen geschlagen habe? Ja, das war die hier oben, wo ich gegen geschlagen habe. Ich dachte gerade schon, ich... Ich war mir sicher, dass da irgendwo eine Wand war, die vibriert hat. Aua. Und, es hat Ewigkeiten gedauert. Wann bin ich hier runtergefallen? Wahrscheinlich, als ich die Aufnahme angemacht habe oder so. Egal, auf jeden Fall, ich bin ewig lang hier durch die Gegend gelaufen und habe endlich die Wand gefunden, auf die ihr mich hingewiesen habt. Ich hoffe, es ist die richtige. Sie ist bei den Tausendfüßlern und alles, also es muss richtig sein. Und ich hoffe, hier ist jetzt das Ultra-Secret drin. Sonst bin ich sauer. Erstmal ein Würmchen, das ist... Uah! Das ist kein... Was zum Fick? Was zum Fick bist du? Bah! Okay, bist du richtig? Okay, ja. Halleluja. Bah, was waren das für Ekelviecher? Warte, haben wir dafür einen Eintrag? Larven-Nachahmer. Nimmt die Gestalt eines harmlosen Lebewesens an, um Beute anzulocken. Mehr ist sie hier nicht? Nur die eine Larve? Oh, ich habe gedacht, wir kriegen eine neue Fähigkeit. Naja, Larve ist auch okay. Ist auch gar nicht so schlecht, dass wir die haben, denn... Das zweite, was wir diese Folge vorhaben... Also ich habe drei Sachen diese Folge vor... Das zweite, was wir vorhaben, ist, uns einmal auszuruhen. Kurz auf die Karte zu gucken. Vielleicht ging es da ja doch noch weiter. Nee. Nee. Hier ist Ende. Okay, das haben wir gerade erkundet. Das zweite, was ich... Ups, wir müssen nicht hier rein. Das zweite, was ich vorhatte, war, in den Brunnen hier hinabzusteigen und bei unseren Larvenfreunden vorbeizugucken. Denn... Ah. Aua. Ich habe gar nicht gesehen, was mich da getroffen hat. Denn wir haben ja einige an Larven gefunden. Das heißt, der müsste eigentlich uns auch wieder ordentlich Zeug geben. Wenn ich nicht von allem auf den Weg getroffen werde. Hi. Geld. Nur Geld? Wie viele fehlen noch? 1, 2, 3, 4, 5 können wir scheinbar noch finden. So, was mir übrigens auch aufgefallen ist, während ich unterwegs war, weil ich ein paar Mal zur Stadt zurückgegangen bin, weil es einfach schneller war, um wieder zurückzukommen. Dass wir scheinbar jedes Mal, wenn wir mit dem Traumnagel reisen, ein Traumteil, Essenz heißt es, genau. Eine Essenz verlieren, sobald wir mit dem Traumnagel reisen. Das heißt, ich sollte das nur machen, wenn es wirklich erforderlich ist. Okay, ich dachte, der hätte noch mehr für uns, aber scheinbar waren wir schon mal da. So, das andere, da habe ich mich ein klein wenig gespoilert.
ist, ich war im Wiki unterwegs und ich habe rausgefunden, und ich habe halt, ich habe quasi einfach nur die, hier die geguckt, die Übersicht mir angeguckt über die Bereiche, die es gibt. Ob es hier irgendeinen Bereich gibt, der uns noch fehlt. Und ich habe herausgefunden, dass es hier unter der Grenze des Königreichs, hier irgendwo, gibt es wohl noch ein Gebiet in dem Bereich, das wir noch gar nicht haben. Ansonsten haben wir, glaube ich, alle Gebiete zumindest. Also ich habe versucht, mich so wenig zu spoilern wie möglich. Ich habe mir im Wiki nur die Karte angeguckt, die halt quasi diese Überkarte anzeigt. Keine einzelnen Gebiete, sondern die nur anzeigt, was es alles gibt. Und da gibt es wohl unter der Grenze des Königreichs noch mehr. Also noch ein Gebiet, das uns fehlt. Und ich setze all meine Hoffnungen in das Gebiet. Unter anderem, weil ich, den Traumnagel füllen möchte. Ich glaube, die versteckte Station ist der kürzeste Weg, den wir nehmen können. Und uns dann hocharbeiten. So, irgendwo unter der Grenze des Königreichs. Das heißt, wir gehen jetzt hoch und fahren mit der Bahn rüber. Und dann, keine Ahnung, irgendwo hier an dem Rand. Da müsste irgendwo der Eingang dazu sein. Es sei denn, man kommt da irgendwie mit einer Reise hin oder so. Aber das ist so das Einzige, was mir jetzt einfallen würde. Aber warte. Und irgendwas müssen wir mit diesem komischen Typen da noch machen. So. Zack. Erstmal müssen wir allerdings hier hochklettern. Und zur Bahnstation gehen. Die Bahn ist nicht da. Ich habe sie wieder irgendwo stehen lassen. Warum hat die Deutsche Bahn das nicht? Ich gehe zur Bahnsteig, stecke da meine Karte rein und dann kommt die Bahn angefahren und fährt mich alleine irgendwo hin. Das wäre doch bestimmt, wird sich doch bestimmt rentieren. So. Wir können uns einmal ganz kurz hier draufsetzen. Okay. Jetzt müssen wir nach rechts weiter ein ganzes Stück. Ach ja. Bei der eklige Kram. So, und jetzt heißt es, jede Wand abklopfen. Bis wir einen Weg finden. So, dazu dachte ich mir, nehme ich euch mal wieder mit, weil ist ein neues Gebiet. Und das kann ja nicht so schwierig zu finden sein. Aua. Okay. So, die Dinger da ignoriere ich einfach mal. Ich kann mich an der Wand nicht festhalten. So. Ist echt problematisch, dass man so abrutscht von den Plattformen beim Schlagen. So, ich will doch nur hier hoch. Warte, hier leuchtet es. Okay, da ist aber nichts. So, jetzt gucke ich nochmal kurz auf die Karte. Okay. Wir gehen jetzt hier unten lang. Euch kurz heilen. Dann nehmen wir das hier mit. Und nope. Ich meine, es ist ja nicht unendlich viel Strecke, die wir diesmal abklopfen können. Irgendwas hier in der Säure? Nee.
Wir haben noch keinen Boden nach unten gefunden. Ah, ich wollte gerade sagen, wenn es nach unten weitergeht, dann müsste der Boden wackeln. Ups. Ich glaube, wir haben es gefunden. Oder haben wir es gefunden? Ja. Fragezeichen. Sieht gut aus. Oh ja, sieht sehr gut aus. Ich glaube, hier sind die kleinen Spiders, die wir haben. Äußerst praktisch. Denn die können die ganzen kleinen Fliegen kaputt hauen. Ist das hier ein Wespennest? Aber hier geht's irgendwie nicht weiter, ne? Aber es geht hier auf jeden Fall weiter. Ich sehe das doch da. Ups. Boden kann ich auch nicht kaputt machen. Es kann auch nicht alles gewesen. Naja, es kann ganz sicher nicht alles gewesen sein. Hallo? Was sind dies? Jetzt gib mir das neue Gebiet. Ich hab's gesehen. Ich weiß, dass es da ist. Naja, vielleicht gibt es einen anderen Eingang. So, einmal die ganzen Fliegen kaputt hauen. Aua. Die Dinger treffen mich wirklich immer. So, Füße schön auf dem Boden lassen, dass wir merken, falls der Boden wackelig ist. Keine Ahnung, was ich gegen die Typen machen soll. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt müssten hier die großen Spiders kommen, ne? Ich hasse diese Dinger auch. Au. Dann mach ich die einfach kaputt. Ich will jetzt hier... Ich bin den Weg so häufig gelaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch was ist. Scheint auch nicht der Fall zu sein, dass hier was ist. Hier gab es nur das. Warte. Ah. Ist das der Eingang? Boah. Boah. Okay, alles klar. Ich gehe ganz kurz wieder nach oben und setze mich mal an die Bank. Einfach weil ich den Save Point hier jetzt haben möchte. Kann auch kurz auf die Karte gucken. Ja, da. Das ist auch so gelb. Das ist ein anderes Gebiet. Okay. Das wir kommen scheinbar doch hin. Warum ist mir dieser Boden nie aufgefallen hier?
Ich bin ein bisschen skeptisch, dass mir das Spiel quasi volle Seele schenkt, bevor ich hier reingehe. Ich gehe wirklich bepackt mit allem hier durch. Ich höre ein Würmchen. Ganz leise. Ach, nicht die Dinger schon wieder. Wo kam der? Aua. Stirb. Ich hasse diese Viecher. 3. Das ist scheinbar das Gebiet des bröckeligen Bodens. Oh Gott. Ich darf mich hier nicht wegbewegen. Aua. Das ist eine Viech, hat mich fast alleine gekillt. Oha. Ich glaube, ich gehe erstmal in die andere Richtung. Das ist... Was ist das für ein Drecksgebiet? Wow. Okay, wir haben wieder ein Würmchen. Bald haben wir alle. Wo kommen die alle her? Warum sind diese Spinnen an Gebieten, an denen ich schon war? Oha. Alles klar. So. Das, den besiege ich doch gerne aus der Sicherheit des Bereichs, in den er nicht rein kann. Wow, ich habe es geschafft, einen von denen zu besiegen, ohne Schaden zu erleiden. Aua. Dafür hat mich der andere zweimal getroffen. Hört ihr dieses leichte Surren im Hintergrund? Ich glaube, Bienen oder Wespen... War eine ziemlich gute Beschreibung. Egal, dass ich runterfalle. Hauptsache, der Typ ist tot. Jetzt, wo ich es mir genauer angucke, dieses komische Gebilde da links. Das sieht auch so ein bisschen nach einem Wespenbau aus. Boah, guckt euch mal das Ding im Hintergrund an. Das ist ja riesig. Schneller Hieb. Erschaffen uns aus zusammengeschmolzenen, unvollkommenen und abgelegten Nägeln. Die Nägel sehnen sich noch immer danach, geschwungen zu werden. Ermöglicht es dem Träger, seinen Nagel viel schneller zu schwingen. Das klingt geil. Rein. Alter, das Ding ist gruselig. Ich muss weg hier. So. Weitere Fliegen. Beziehungsweise sind das Fliegen oder sind das dann Wespen-Bienenlarven? Wir fallen jedenfalls aus allen Richtungen. Warte. Nee, jetzt bin ich wieder zurück. Hä? Bin ich doch wieder da, wo ich angefangen habe. Wie komme ich da rein?
kann doch niemals alles gewesen sein. Habe ich hier was übersehen? Also ja, ich habe auf jeden Fall was übersehen. Ist ja dieses Herzklopfen noch. Ja, von da oben kommt man hier runter. Wir müssen nochmal nach oben und wieder hier runterfallen. Warum gehe ich jedes Mal hier hoch? Ich weiß doch mittlerweile, dass da nichts ist. Ich habe keine Ahnung, was ich hier überhaupt versuche zu erreichen. Okay, gehen wir nochmal hier rein. Kein bröckeliger Boden. Kein gar nichts. Nur der gruselige Käfer. Und diese Dinger, die hier im Akkord respawnen. Ha! Ich habe mich hochgebackt. Echt auf der Seite irgendwas? Nee. Ich begreif's nicht. Und hier sind wir wieder draußen. Aber das ist nicht richtig. Wir wollen nicht hier draußen sein. So. Karte aktualisiert. Nee, aber da scheint es auch nicht weiter runter zu gehen. Hä? Ich meine, es scheint auf jeden... Aua. Scheint auf jeden Fall... Warte, was ist denn hier mit, wo die Spinne rausgekommen ist? Auch nix, ne? Okay, ich muss erstmal mich um die Typen da unten kümmern. Sag mal. Hier ist auf jeden Fall... Ah ja, da. Das ist aber auch wieder nur ein verfaultes Ei. Von dem ich immer noch keine Ahnung habe, wofür sie da sind. Okay, wir haben zwar neue Sachen gefunden, aber nicht das, was ich haben wollte. Meh. Man muss nehmen, was man kriegen kann, oder wie heißt es? Oh Gott, nicht die Dinger. Ich glaube, es ist wieder an der Zeit, dass ich offscreen suche. Ich will nicht noch weiter nachgucken, weil ich habe ja im Prinzip, ich habe ja was Neues schon gefunden. Weil wir haben ja das hier gesehen. Seht ihr, das hat eine andere Farbe. Das ist so gelb. Und nicht, und wir haben hier so eine Rundung und da die Rundung. Das ist ja dieser Wespen-Bienenbau. Nur wie kommen wir da rein? Ich würde sagen, es ist wieder an der Zeit, dass ich offscreen weitersuche. Und die Folge ist eh schon lang genug. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich rausgefunden habe, wie wir in den Wespenbienenbau reinkommen. Und dann gucken wir uns in der nächsten Folge da ein bisschen um. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.